Und da sind wir auch schon. Hier im Studio heute zu Gast Zweisam, ein Singer-Songwriter-Duo. Das sind Christian und Bastian Benecke. Hallo ihr zwei. Moin, hallo. Moinsen, hi. Zweisam, ihr seid Brüder, seid also natürlich zusammen aufgewachsen, macht Musik. Wie kann man eure Musik beschreiben? Was ist das genau, Christian? Olli, mein Lieber, du, ich sag dir was. Das ist immer schwer zu beschreiben. Also es ist auch immer schwierig jetzt zu sagen, das ist so eine typische Kiste, die man irgendwo rauskramt und dann immer nur der gleiche Stil ist. Also wir haben jetzt einen neuen Produzenten mit dem guten Andi an unserer Seite und merken eigentlich täglich im Studio, wo wir gerade dabei sind, unsere CD aufzunehmen, dass die Songs sich immer mehr verändern. Also der Ursprungsgedanke ist immer ganz klar der, dass wir sagen, wir haben beide, also Basti und ich, eine Gitarre. Das ist so dieser typische Singer-Songwriter-Pop mit deutschen Texten und das ist eigentlich so das, was man sagen kann. Wir sind eigentlich immer sehr flexibel. Wir können mit Band spielen, wir spielen auch sehr, sehr gerne unplugged und alleine und das dann mit unseren Gitarren. Mhm. Bastian, seit wann macht ihr eigentlich Musik? Wir machen eigentlich, dadurch, dass wir halt Brüder sind, machen wir halt eigentlich schon ewig Musik. Seid ihr wirklich als Kleinkinder angefangen oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, quasi schon. Also es war tatsächlich so, dass wir irgendwie, keine Ahnung, mit 11, 12 ging das los. Also nicht ganz Kleinkinder, also 11, 12 sind wir angefangen. Ich habe angefangen zu singen, Christian hat das Keyboard in die Hand genommen. Ich habe dann irgendwann angefangen, Gitarre zu spielen. Christian fand das auch gut und hat dann auch Gitarre gespielt und und so haben wir dann irgendwann in diversen Bands gespielt, in verschiedenen Bands und immer mal zusammen eigentlich quasi. Und dann irgendwann haben wir gesagt, das ist jetzt noch nicht so lange her, dass wir einfach was alleine machen, weil das ist das, was Christian gerade sagte, dass es, glaube ich, am meisten Spaß macht es uns wirklich, unsere Klampfen in die Hand zu nehmen und einfach unsere Songs zu singen. Und das auch live, egal ob es jetzt in einem Wohnzimmer ist, so wie jetzt am Samstag, da machen wir ein schönes Wohnzimmerkonzert bei einem Kumpel von mir, bei Tim. Der hat das aber zusätzlich auch gewonnen, ist nicht nur Kumpel. und da freuen wir uns drauf. Das sind so Sachen, genauso stadtfest, auch da können wir tatsächlich, da brauchen wir irgendwie kein Schlagzeug oder irgendwelche fetten elektrischen Sachen im Hintergrund, sondern da spiele ich am liebsten wirklich einfach mit einer Akustikgitarre und versuche da so meine Lieder rüber oder unsere Songs rüberzubringen. Ja, apropos, du hast es gerade gesagt, unsere Songs, wer schreibt die Songs? Schreibt ihr die beide oder gibt es da einen, der eher so der Schreiber ist? Also grundsätzlich ist es tatsächlich bei uns so, dass wir die zusammenschreiben. Wir treffen uns immer im Proberaum und es ist immer so, dass irgendeiner eine Idee hat auf der Gitarre und das bleibt nie aus, die haben wir immer. Also theoretisch können wir irgendwie 5 Songs sofort immer anfangen zu schreiben, musikalisch auf jeden Fall. Was dann natürlich immer sehr viel mehr Zeit braucht, ist immer der Text, weil es immer ganz, ganz schwierig ist. Sobald du Deutsch singst, musst du auch ganz, ganz wirklich doll aufpassen, dass du nicht Worte benutzt, die dann zu abgedroschen klingen. Und deswegen, aber das machen wir beide. Also Bastian ist genauso Singer-Songwriter wie ich auch. Obwohl man schon hört, also wir hören es, aber man hört es auch vom Stil her, welche Songs Christian geschrieben hat, musikalisch, und welche ich. Christians Songs sind mehr so diese, ja tatsächlich diese typischen Singer-Songwriter-Lieder, die einer eigentlich mit einer Gitarre alleine spielen kann. Und meine Songs, da kann man sich halt, also finde ich persönlich so die Ideen, könnte jetzt halt, da stellt man sich dann eine ganze Band dahinter vor irgendwie. So ein Schlagzeug, eine E-Gitarre, ein Bass, ein Keyboard und ein bisschen mehr diese Gib-Ihm-Schiene, obwohl wir nicht auf dieser Schiene fahren. Also wir werden schon, wenn wir Konzerte spielen, ist es schon so eine Mischung aus total ruhig und angenehm und schöne Melodien. Und die Leute sind dann auch wirklich ruhig und drehen nicht durch und klatschen, sondern hören sich das in Ruhe an. Und aber genauso Songs, wo wir einfach mal, wo ich mal Angst habe, dass die Saiten kaputt gehen, weil es dann doch ein bisschen heftiger wird. Heftiger Rock'n'Roll. Aber wir sind schon krasse Rocker. Wir sind schon Rocker, sind wir, du. Ihr spielt etwas später hier in der Sendung auch noch live im Studio. Da sehr freuen gern. Wir uns natürlich ganz besonders drauf. Jetzt machen wir einmal Musik von Norah Jones und quatschen dann gleich noch ein bisschen weiter. Ollis Radioshow, zweimal im Monat hier bei Oldenburg 1. Soweit die Radiopanne, angelt ihr beide eigentlich? Total gern. Ich habe einmal geangelt mit Kumpels und wurde Boilies schon angefüttert. Wurde erwischt und habe dann riesen Ärger zu Hause gehabt. Das war also offensichtlich an einem Teich, wo man richtig. Aber da werden total viele immer erwischt. Man hört das so oft, also irgendwie sind die stark bewacht, diese Teiche. Tatsächlich, ja.
Glaube ich auch. Also damals war es so, aber das ist aber auch schon Jahre her bei mir. Ja. Eine kleine Jugendsünde, die wir heute... Kannst du besser Alaska-Seefilet angeln in irgendeiner Kühltruhe. Ja, besser ist das, genau. Kommen wir zu wichtigeren Sachen. Ihr spielt und singt Bass Live. Was wird das für ein Titel sein, Christian? Es wird Ich will nur wissen werden, den wir gerade gehört haben, den Song. Und den wollen wir mal in einer Unplugged-Version gerne zum Besten geben. Ja, dann legt mal los. Dann mal ciao. Was ist bloß mit mir passiert? Ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Die Dunkelheit, die mich verteilt, und das, was morgen kommt, und keiner weiß, sind Dinge, die jetzt immer da sind, weil ich alleine bin. Und ich will nur wissen, ich will nur wissen, ob du wiederkommst und was mit mir passiert. Auch wenn die Sonne jetzt mal untergeht, keiner mich versteht. Ich will nur wissen, ob du wiederkommst, was mit mir passiert. Zeit allein für mich ist wie eine Qual, keiner da, der mich versteht. Ihr schaut mich alle an und keiner weiß, was richtig und was wichtig für mich ist. Schließe ich meine Augen, wird mir klar, dass ich früher alles anders sah. Ich will nur, ich will nur wissen, ob du wiederkommst und was mit mir passiert. Auch wenn die Sonne jetzt mal untergeht, keiner mich versteht. Ich will nur wissen, ob du wiederkommst, was mit mir passiert. Wenn die Sonne jetzt mal untergeht, keiner mich versteht. Sensationell, jetzt muss ich gerade mal applaudieren. Danke. Vielen, vielen Dank. Und gleich reden wir noch ein bisschen weiter und vorher gibt es ein bisschen Alphaville. Ollis Radioshow. Jeden ersten und dritten Mittwoch um 18.05 Uhr hier bei Oldenburg 1. Bei mir im Studio zu Gast sind immer noch Zweisam, das Singer-Songwriter-Duo. Wir haben schon darüber gesprochen, ihr seid Brüder. Und ich kann mir vorstellen, wenn man so zusammen aufwächst und auch noch zwei Jungs, das gibt ja bestimmt auch mal Ärger, oder Bastian, mal ehrlich? Definitiv. Tag für Tag, aber wir lachen jetzt, aber es ist tatsächlich so. Es ist schon was anderes, ob du sowas mit einem Kumpel machst oder ob du das mit deinem Bruder machst. Und wir sind jetzt halt auch ja noch im Alter, vom Alter her nicht weit entfernt. Also Christian ist 2 Jahre jünger als ich und
wir sind halt auch beides halt so ein bisschen nur die dominanten Typen, die das auch ein bisschen durchsetzen wollen, was sie dann machen und vorhaben. Und das merkt man schon. Das merkt man eigentlich tatsächlich Probe für Probe. Aber das ist nicht schlimm. Wir wissen das zu trennen. Das Private und das Professionelle. Das Berufliche. Gut, ihr wohnt natürlich auch nicht mehr zusammen. Also ihr seid ja schon räumlich getrennt. Wo seid ihr eigentlich aufgewachsen? Oldenburg, Bremen, hier in der Region? Wir sind in Oldenburg aufgewachsen, im schönen Kreinbrück hier. Oh, kennt man. Ne? Kreinbronx, natürlich. Kreinbronx. Ja, wohne ich ja heute noch. Ja. Hat uns geprägt, wir berichten ja tagtäglich in unseren Texten drüber. Nein, wir sind dort groß geworden, war echt schön. Unsere Eltern haben uns ein ganz, ganz tolles Elternhaus geboten und da wurden wir groß und konnten eine Menge lernen. Mhm. Und in Kreinbrück kannst du natürlich auch eine Menge Fehler machen. Und auch die haben wir gemacht. Ja, eher du als ich. Also ich glaube, ich war da so eher der bodenständige Typ und Christian war damals schon so mehr der... Naja, Bastian war derjenige, der mich bei meinen Eltern verpfiffen hat, dass ich geraucht habe. Und ein Jahr später kam er dann selber mit der Schachtel nach Hause. Aber er war 16, insofern durfte er das. Ja, aber die Zeiten sind vorbei. Ja, aber ihr versteht euch ja natürlich offensichtlich sehr, sehr gut. Ich glaube, sonst könnte man so ein Duo auch gar nicht machen. Aber wie ist das in der Arbeit, in der täglichen Arbeit, wenn ihr Songs schreibt und so? Zickt man sich da oft an oder seid ihr schon eher die Harmonischen? Leider ja. Also ich will jetzt nicht sagen, es ist kräfteraubend, aber es ist schon eigentlich bei jeder Probe, es ist wirklich eine Ausnahme, wenn wir eine Probe abschließen können, ohne dass irgendwas war. Und sei es nur eine Kleinigkeit. Und das ist aber auch normal und das tut der Musik am Ende des Tages auch gut und bringt die Musik nachher auch ein Stück weiter, weil man selbst auch irgendwo sein Ego dann mal ausstellen muss und wie Bastian das gerade schon gesagt hat, es ist tatsächlich so, der kann mir mal richtig einen vom Bug knallen und sagt dann auch, was nicht passt. Und wenn du das, glaube ich, wirklich mit einem Kumpel machst, dann sagst du dir, ach komm her, den willst du jetzt nicht verärgern und bist dann lieber ruhig und hältst den Mund. Bei uns ist es tatsächlich so, da kommen die Fakten auch mal ganz knallhart. Ich hätte schon fast mit der Faust. Nein, tatsächlich auf dem Tisch. Und das ist auch gut so. Das ist auch wichtig so, weil wir denken schon daran, dass wenn wir das Ganze machen, dass jetzt nicht irgendwie, wem gefällt es besser, mir oder dir, sondern wir denken dann schon daran, wie hört es sich hinterher auf CD gut an oder am besten an und wenn wir live spielen und sind aber wirklich jetzt in dem Fall wirklich so professionell genug, dass wir dann schon wissen, wie wir damit umgehen. Aber ich glaube, hat Vor- und Nachteile, ob es der Bruder ist oder ein Kumpel, so oder so. Bei uns passt das gerade so und das ist auch okay, das ist auch gut so. Na, vielleicht ist es tatsächlich einfacher, wenn man zusammen aufgewachsen ist, dann kann man vielleicht ehrlicher miteinander umgehen, als ja, wie du gerade sagtest, als genau, wenn es der Kumpel ist. Ja, ne? Vielleicht ist es das tatsächlich sogar. Ja, das ist vielleicht das Geheimnis von zweisam, Freunde. Morgen wird es in der Presse stehen. Woher nehmt ihr die Ideen für eure Songs? Kommen die so aus dem Alltag oder gibt es da irgendwie bestimmte Themen, die ihr habt oder sind das Zufälle? Also, da hat Bastian mit Sicherheit gleich auch was zu sagen. Wenn ich mal anfange, es ist eigentlich so, dass wir täglich natürlich Musik hören. Wir sind im Außendienst tätig und sitzen den ganzen Tag im Auto und hören verschiedenste Musik. Und die hörst du dir dann natürlich auch ganz genau an. Du hast deine typischen Lieblingssänger und Lieblingsmusiker. Und es ist natürlich so, dass du dir da auch Inspiration holst und so ein paar kleine Ideen. Und so geht mir das auf jeden Fall. Vom Thema her, also... Das geht von bis. Ich habe gestern bzw. vorgestern einen Song geschrieben, auch ganz, ganz neu. Den gibt es noch nicht, also. Ne? Nein, aber da geht es um einen Typ, der in der Disco steht. Also eigentlich gar nicht so wirklich zweisam-like, aber auch sehr cool. Und ansonsten ist es, glaube ich, so, natürlich schreibt man Songs von Sachen, die man selbst auch mal erlebt hat, um natürlich auch davon sprechen zu können. Es gibt aber auch ganz fiktive Geschichten. Ja, es sind natürlich auch, die machen wir uns nichts vor, es sind natürlich auch viele Songs, die einfach immer mit Liebe und Trennung und alles, was dazwischen hängt, zusammenhängt. Und das muss aber auch, weil ich persönlich glaube, dass sich das irgendwie gut vermarkten lässt, weil jeder irgendwie sowas mitführen kann. Egal, ob das jetzt eine neue Liebe ist, egal, ob das jetzt Probleme in der Beziehung sind oder ob das eine Trennung an sich ist.